Gründe zum Löschen eines OneNote-Notizbuchs gibt es viele. Vielleicht hast du das Notizbuch umgezogen und möchtest jetzt das alte löschen. Oder es ist ein veraltetes Notizbuch. Oder es ist überhaupt ein Notizbuch, das völlig unnötig ist, das hier einfach sichtbar ist. Und übrigens, ein Notizbuch schließen ist was ganz anderes als ein Notizbuch löschen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Wenn ihr ein Notizbuch löschen wollt, dann ist das Wichtigste, dass ihr erstmal rausfindet, wo liegt es eigentlich. Und am besten solltet ihr das rausfinden, bevor ihr es in OneNote schließt. Denn wenn es in OneNote geschlossen ist und ihr wisst nicht genau, wo es liegt, dann wird es deutlich schwieriger, das herauszufinden. Also erst rausfinden, wo liegt das Notizbuch und dann den entsprechenden Speicherort öffnen, es dort löschen. Und dann nicht vergessen, es auch noch in OneNote zu schließen. Wie findet man nun heraus, wo ein Notizbuch liegt? Eine Möglichkeit ist, ihr geht mal mit dem Mauszeiger auf den Namen des Notizbuchs und schaut mal, was da angezeigt wird. Hier steht zum Beispiel OneDrive, Arno Burger, meine Notizbücher. Immer die zweite Zeile ist die interessante. Hier steht jetzt Dokumente, OneNote Notizbücher. Das wäre also im Dateisystem unter Dokumente, OneNote Notizbücher. Hier haben wir wieder OneDrive, Arno Burger. Hier haben wir Einführung des neuen LMS, Site Assets. Das heißt, es handelt sich um einen SharePoint-Server. Und hier Einführung des neuen LMS, Teilprojekt Schulung, handelt sich vermutlich auch um einen SharePoint-Server. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann geht ihr auf Datei und hier die Einstellungen der verschiedenen Notizbücher mit dem entsprechenden Ablageort. Und beim Dateisystem zum Beispiel ist es so, das wäre hier, da kann man einfach reinklicken und dann mit Steuerung C den Pfad kopieren, Windows-Taste und E und ihr seid im Windows Explorer und dann klickt ihr noch hier oben in die Adresszeile, Steuerung V, der Speicherort ist eingefügt, Enter-Taste und hier ist euer Notizbuch. Also beim Dateisystem kommt ihr da sehr schnell hin. Und dann ist die Frage, was löscht ihr hier eigentlich? Ich hatte das in einem anderen Video schon mal erklärt. Wir löschen jetzt nicht einzelne dieser OneNote-Dateien, sondern wir löschen diesen Ordner. Das heißt, ich gehe auf OneNote-Notizbücher und lösche dann altes Notizbuch lokale Variante. Ich kann nochmal zurückgehen zu OneNote und schauen, altes Notizbuch lokale Variante. Und dieses Notizbuch lösche ich jetzt. Dann gehe ich zurück in OneNote und jetzt ist das Notizbuch hier noch da und dieses Notizbuch, Rechtsklick, schließe ich jetzt. Und damit ist es gelöscht und du siehst es in OneNote nicht mehr. Wenn du diesen letzten Schritt des Schließens nicht machst, dann bleibt es hier erhalten. Es gibt Fehlermeldungen, ist ein bisschen nervig, es gibt keinen großen Schaden, aber gelöscht ist das Notizbuch trotzdem. Wenn du erst hier auf Rechtsklick schließen gehst, dann ist eben die Frage, wie findest du wieder heraus, wo das Notizbuch ist. Zweite Lösung, ich nehme mal hier Ziel Notizbuch neu, Variante 2, OneDrive, Arno Burger. Gut, ich wechsle zu OneDrive. Hier OneDrive und wir können uns das nochmal anschauen. Hier hieß es jetzt OneDrive, Arno Burger, meine Notizbücher. Also zuerst steht da, dass es OneDrive ist, dann steht der Account, also der Benutzername da und dann steht da meine Notizbücher und dann kann ich hier unter meine Notizbücher, Variante 1, kann ich sagen, ich lösche dieses Notizbuch. Löschen. Wenn du in der OneNote fürs Web-App bist, dann hast du hier das Notizbuch noch sichtbar. Hier kannst du es auch aus der Liste entfernen. Das wäre also hier das gleiche Entfernen wie in der Desktop-App. Gelöscht ist es schon. Unter meine Notizbücher findest du es nicht mehr. Da ist nur noch die Variante 2. Variante 2 ist da. Variante 1 ist auch da. Auch die schließe ich jetzt hier. Also immer erst Ort rausfinden, an den Ort gehen, dort löschen, dann hier schließen. Beim SharePoint, ich nehme diese Variante, Einführung des neuen LMS heißt das
die SharePoint-Site und Teilprojekt Schulung. Ich gehe also auf Einführung des neuen LMS, gehe dort auf Dokumente, gehe hier ins Teilprojekt Schulung und da ist dieses Notizbuch. Welches ist es genau? Ich schaue jetzt unter Dateieigenschaften, Einstellungen und hier haben wir, da ist es Beispiel für SharePoint. Hier oben steht es drauf, also ich habe Einführung des neuen LMS, Teilprojekt, Schulung und dann Beispiel für SharePoint. Also dieses hier ist es, ich gehe auf Löschen und schließe es auch hier. Ein bisschen anders ist es bei diesem hier, denn bei diesem Notizbuch ist es so, da steht Site ersetzt, das heißt, es ist ein Standard-Notizbuch der Site. Wenn ich mir das also auf dem SharePoint-Server anschaue, dann ist das nicht hier unter Dokumente irgendwo, sondern es ist dieses Notizbuch. Und dieses Notizbuch löschen wir nicht über einen Ordner oder eine Datei, sondern die löschen wir über die Einstellung der SharePoint-Site. Dazu klicken wir hier auf das Rädchen, wählen dann die Website-Inhalte. In den Website-Inhalten wählen wir die Website-Objekte und da ist dieses Standard-Notizbuch. Sollte man sich gut überlegen, ob man das löschen will, aber möglich ist es. Wenn ich es lösche, ist der Weg derselbe. Ich mache das jetzt hier nicht, weil ich das noch brauche. Und dann müsst ihr aber das Notizbuch hier auch noch rausnehmen. Das macht ihr dann über Bearbeiten und dann Entfernen. Das wäre sozusagen das Schließen. Aber nur das Entfernen links aus der Struktur löscht nicht das Standardnotizbuch. Standardnotizbücher wirklich nur in Ausnahmefällen löschen. Ich würde das normalerweise immer da lassen, aber nachdem ich das doch hin und wieder gefragt habe, wollte ich euch das zeigen. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ihr wisst jetzt, wie ihr veraltete, unnötige oder auch umgezogene Notizbücher löschen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich drücke euch die Daumen beim Löschen und Aufräumen eurer Notizbücher und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.